weiß, wer du bist. Ich kenne deine Taten, Monster! Warte! Hinfort! Geh weg von mir! Bleib weg! Komm nicht näher! Bleib weg! Thank you.
weg hier! Ares ist in die Stadt eingedrungen! Wann kommt die Frage?
Gott Zeus. Kratos, je weiter du kommst, desto stärker wirst du. Doch um erfolgreich zu sein, brauchst du meine Hilfe. Ich biete dir die Macht des größten aller Götter, des Vaters des Olymps. Ich biete dir die Macht des Zeus. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Du hast deine Sache gut gemacht, Kratos. Gehe mit den Göttern. Gehe im Namen des Olymps. Thank you.
Du! Ich muss hier rüber! Löse den Hebel und senke die Brücke! Nein! Nein! Die kriegen mich nicht! Ich lasse sie nicht rüber! Diese Monster! Sie werden mich zerreißen! Feigling! Du bist da! Bitte! Nein! Kratos! Kratos, finde mich! Du musst mich finden! Sonst ist Athen verloren! Thank you.
Junge. Gut. Athenes Wahl war weise. Ich hab's gewusst. Wer bist du? Du besitzt die Klingen und bist blass wie der Mond. Du bist es wirklich. Vielleicht kann Athen ja überleben. Aber pass auf. Stirb nicht, bevor ich das Grab fertig habe. Ein Grab? Mitten in der Schlacht? Für wen ist es, alter Mann? Für dich, mein Sohn. Oh, ich muss noch viel graben. Mit der Zeit wird sich alles klären. Und wenn alles verloren scheint, Kratos, bin ich da und helfe. Stör mich jetzt nicht, Sohn. Ich muss meine Arbeit tun und du auch. Und wir haben nur noch wenig Zeit dazu. Vergiss mich nicht, Kratos. Wir sehen uns wieder, wenn du meine Hilfe am dringendsten brauchst. Oh.
Ich bin hier oben! Hilf mir, Kratos! Bitte! Kratos, ich rutsche! Beeil dich! Ich kann dir helfen! Wir können Athen retten! Aber du musst dich beeilen! Und damit leitete Kratos die Ereignisse ein, die zu seinem Niedergang führten. Kratos, wie es Athene voraussah. Aber du bist spät. Vielleicht zu spät, um Athen zu retten. Oder kommst du, um Athen zu retten? Nein, ich kann... Wir dürfen nicht aufhören! Und als das Orakel in seine Seele blickte, sah sie sowohl Bestie als auch Mann. Einst Hauptmann der Armee Spartas, begann Kratos mit nur 50 Soldaten. Doch bald schon scharte er Tausende um sich. Sein Vorgehen war brutal, aber wirksam. Trunken vor Macht, von allen gefürchtet, fast allen. Allein sein Weib hielt seinem Zorn stand. Wie viel ist genug, Kratos? Wann wird es enden? Wenn der Ruhm Spartas in der ganzen Welt erklingt. Der Ruhm Spartas. Du tust es doch nur für dich. Sein Verlangen zu erobern war grenzenlos. Doch was er verlangte, sollte ihn am Ende verzehren. Bei den Göttern, warum schickt Athene einen wie dich? Bleib aus meinem Kopf! Wähle deine Feinde weise, Kratos. Mit roher Kraft allein kannst du Ares nicht zerstören. Es gibt nur eine Waffe, mit der du einen Gott töten kannst. Die Büchse der Pandora, fern der Mauern Athens, verborgen von den Göttern jenseits der Wüste im Osten. Aber sei gewarnt, Kratos. Viele machten sich auf die Suche nach ihr. Keiner kehrte zurück.
Gehe durch die Tore in die Wüste, Kratos. Dort beginnt der Pfad zur Büchse der Pandora. Nur so kannst du Ares besiegen und Athen retten. Gehe durch die Tore in die Wüste, Kratos.
Thank you.
Kratos, die vor dir liegende Reise ist gefährlich. Doch du musst sie bewältigen, wenn du Athen retten willst. Das Orakel sprach von Pandoras Büchse. Existiert sie wirklich? Ja. Sie ist die mächtigste Waffe, die ein Mensch einsetzen kann. Und mit ihr könnte ich Ares besiegen. Die Büchse ermöglicht vieles. Darum ist sie gut versteckt. Weit jenseits der Wüste der verlorenen Seelen. Es gibt einen sicheren Weg durch den tödlichen Sand. Doch nur jene finden ihn, die das Lied der Sirenen hören und ihm folgen. Finde die Sirenen, Kratos. Nur sie führen dich zu Kronos, dem Titan. Ein Titan lebt? Kronos ist der Letzte. Zeus verbannte ihn auf ewig in die Wüste. Den Tempel der Pandora auf den Rücken gekettet, bis der tosende Sand ihm das Fleisch von den Knochen fetzt. Folge dem Lied der Sirenen, Kratos. Hier beginnt die Reise. Möge sie dich nach Athen führen, mit der Büchse der Pandora. Folge dem Lied der Sirenen, Kratos. Finde und töte sie alle. Dann öffnet sich dir der Pfad durch den Todessand. Folge dem Lied der Sirenen. Dürfen, musst du die letzten zwei Sirenen finden und töten.
erste Sirene finden und töten.
Der letzte mächtige Titan stieg aus dem Wüstensand empor. Auf seinem Rücken wartete der gewaltige Tempel der Pandora geduldig darauf, alle herauszufordern, die seinen verborgenen Schatz suchten. Tagelang erklomm Kratos die steilen Berghänge. Er wusste, er würde entweder Pandoras Büchse finden oder in dem verfluchten Tempel sterben und die Welt der Menschen nie wiedersehen. Glaubst also, du könntest den Tempel der Götter erobern, was? Das hat noch niemand geschafft. Früher oder später werden die Harpyen deine Überreste zu dir bringen. Die Götter verbargen Pandoras Büchse hier, damit kein Sterblicher deren Macht fände. Und doch öffne ich jedes Jahr immer mehr Soldaten das Tor und häufe immer mehr Tote auf die Scheiterhaufen. An deiner Stelle kehrte ich um. Aber du scheinst entschlossen. Nun gut. Mögen die Götter dir die Kraft geben, allen Gefahren zu trotzen. Viel Glück, Spartaner.